Ja, hallo, mein Name ist Katrin Wessling und ich habe ein Buch über eine depressive junge Frau geschrieben. Ida Schaumann heißt die. Und daraus werde ich Ihnen drei Passagen vorlesen. Und ich beginne auch gleich mit dem Prolog, also ganz von vorn. Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall. Irgendwann bin ich einfach stehen geblieben und dann sind Erlebnisse wie LKW in mich hineingefahren. Man kann sich vorstellen, dass das zu großen Problemen führt. Wenn man nicht ausweicht, geht es einfach immer weiter. Der Unfall wird immer größer, immer unübersichtlicher und irgendwann stehst du auf der Gegenfahrbahn und fragst dich, was eigentlich zum Teufel gerade passiert ist. Das ist der Moment, in dem du aussteigen solltest. Nicht das Aussteigen, das in den Büchern steht, die man in Buchhandlungen grundsätzlich in der Ratgeberecke findet. Nicht diese Art Aussteigen, die etwas mit Koffer packen und in den Bauch atmen zu tun hat. Dieses Aussteigen passiert einfach von allein. Erstmal merkst du überhaupt nichts. Du räumst die Wohnung auf, die Flaschen weg und du atmest weiter ein und du atmest weiter aus und du isst weiter dein Essen und rufst weiter die Nummern in deinem Telefon an. Und du gehst weiter nach draußen und du gehst weiter in dein Büro und in dein Bett, wenn es Zeit dafür ist. Du bemerkst die Schäden, aber weil alles andere noch steht, weil die Autos noch fahren, die Busse noch für dich halten, die Verkäuferin noch mit dir spricht, weil du noch ausscheidest und schwitzt und dir die Schuhe zubinden kannst und weil du keine einzige blutende Wunde zu versorgen hast und weil kein einziger Schlauch in dir steckt, denkst du, dass du noch ein bisschen weitermachen kannst. Du bewegst dich langsam, aber du bewegst dich und dass sich das nicht ändert, beruhigt dich. Du putzt dir die Zähne und du duschst deinen müden Körper und du bekommst manchmal Kopfschmerzen, aber alles bewegt sich, alles geht doch weiter, der Fernseher läuft doch noch, so schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Unmerklich wirst du Woche für Woche ein bisschen mehr zu Zement, ein bisschen mehr zu Beton, ein bisschen mehr zu dem Schatten hinter dir. Aber du gehst weiter, denn das Gehen fühlt sich gut an. Im Gehen fühlst du dich sicher, im Gehen hörst du deinen Atem und grüßt auch manchmal irgendwen, denn du kennst ja Menschen, du hast ja Freunde, du hast ja wen. Manchmal merkst du, dass etwas passiert ist, dass dir etwas zugestoßen ist, dass etwas wehtut, dass sich etwas verschoben hat, dass du nicht mehr so bist, wie du vorher mal warst. Aber weil du nie aufgeschrieben hast, wer das jetzt nochmal ganz genau gewesen sein soll, kann ja auch keiner beweisen, dass das stimmt. Also stimmt es vielleicht auch einfach nicht. Du trinkst. Du trinkst Wein, weil der so gut zum Essen schmeckt und das erste Glas zum Kochen und das zweite Glas auf das Essen und das dritte auch und das vierte auf die Liebe und das fünfte auf das Leben und das sechste auf das sechste und das siebte auf die Flasche Wein. Du schläfst jetzt immer schlechter und du träumst von diesem Unfall, der natürlich kein Verkehrsunfall war, sondern nur ein unscheinbarer, winziger Moment in deinem Leben, der gar nichts hätte bedeuten müssen. Vielleicht war es einfach nur der Moment, in dem du gemerkt hast, dass es jetzt schon 7 Jahre sind. Oder dieser Moment, in dem der Sarg in dem Loch liegt und du die Erde draufgeschmissen hast. Oder dieser Moment, als sie dir gesagt haben, dass es vorbei ist. Oder dieser Moment, als du es nicht geschafft hast. Oder dieser Moment, als du gefallen bist. Oder dieser eine Traum. Oder dieser andere Traum. Oder dieser eine Mann. Oder dieser eine Wunsch. Dieser eine verfluchte Wunsch. Vielleicht war es nur einer dieser Momente. Vielleicht war es auch keiner. Manchmal reicht nur ein winziger Augenblick aus, um zu begreifen, dass nichts jemals wieder so sein wird, wie es war. Und eines Morgens stehst du dann vor dem Spiegel und siehst dich an und siehst das fahle Grau in deinen roten Augen und du bleibst vor dem Spiegel stehen, du bleibst einfach stehen und bewegst dich keinen Zentimeter mehr weiter. Und damit fängt es an. Es ist ja nicht so, als würde irgendetwas helfen.
Es ist ja nicht so, als würde es helfen, zu schreien oder zu beten oder zu weinen oder zu laufen oder zu tanzen oder mit jemandem zu reden. Doch, doch, du kannst reden. Du kannst unfassbar viel reden. Du kannst dabei in weichen Sesseln sitzen und jemand vor dir bekommt ein bisschen Geld dafür, dass er dir zuhört. Und du kannst auf harten Stühlen in vollgestellten Küchen sitzen und all dein Gerede über all die Gründe dafür auf die Tische vor dir schmeißen. Du kannst es dahinrotzen, dahinschmeißen, es zerlegen, sezieren. Du kannst jeden verdammten Augenblick auseinandernehmen und untersuchen. Du kannst nächtelang darüber reden, wann es passiert ist, wann es nochmal passiert ist, dass du dich so furchtbar erschrocken hast vor der Welt, vor den Menschen, vor diesem Unfall, vor diesem einen Moment, dass du seitdem ständig das Gefühl hast, nicht mehr richtig gehen zu können, nicht mehr schnell genug sprechen zu können, nicht mehr beschützt zu sein, nichts mehr einfach so machen zu können. Du kannst immerzu und an jedem Ort darüber sprechen, kannst Worte erbrechen, kannst behaupten und vermuten, kannst laut denken und leise sprechen, kannst es flüstern und kannst einfach deinen Mund nicht halten, aber niemals wird dir jemand sagen können, warum du, genau du in diesem Moment einfach nicht mehr funktionierst. Warum du an diesem Tag diese eine Sache gemacht hast, die diese andere Sache ausgelöst hat, die wiederum diese weitere Sache hervorgerufen hat und warum all diese Sachen dich zu diesem Moment gebracht haben, der dazu geführt hat, dass sich die Schwere und die Stille in dein Leben geschlichen haben, wie geruchloses Gas in eine Wohnung, in der du ruhig schläfst und nichts riechst und nichts schmeckst und gar nicht bemerkst, wie du vergiftet wirst. Niemand kann es dir sagen und kein Wort wird helfen. Versprochen. Aber du nimmst jeden Ratschlag, jede Meinung, jeden Tipp, all diese Worte nimmst du mit nach Hause und du probierst sie alle aus. Du gehst mal wieder raus, du machst mal wieder Sport, du isst kein Weizen mehr, keinen Zucker, keine Milchprodukte, kein Fleisch, keine künstlichen Zusatzstoffe. Du trinkst keinen Alkohol, keinen Kaffee und nur noch Wasser aus Vulkansteinquellen. Du machst Yoga, du liest Bücher, du redest darüber, du fährst in den Urlaub, du hast mal wieder Sex, du gehst spazieren. Du streichelst Tiere, du meditierst, du bist nett. Du bist so verdammt nett. Du hast eine Struktur, einen Tagesplan und du hast all diese Pläne und du probierst sie alle aus. Das machst du. Und du hast Hoffnung. Du hast echt verdammt viel Hoffnung, dass das eines Tages wieder weggehen wird. Die Angst, die Müdigkeit, diese ständige, bleierne Müdigkeit. Bis hierhin hat schon mindestens einer von Therapie gesprochen, dass ihm das echt viel gebracht hat, dass das gar nicht so schlimm ist, wie alle immer sagen. Er könne dir da auch eine Telefonnummer geben. Einfach mal hingehen, ein bisschen reden. Du siehst so müde aus in letzter Zeit. Du siehst so abgekämpft aus in letzter Zeit. Du siehst so aus, als bräuchtest du echt mal jemanden zum Reden. Du hast genickt. Ja, warum nicht? Jeder braucht ja mal jemanden zum Reden. Manchmal hast du dich gefragt, warum du nicht einfach mit den anderen weiterreden kannst, wo die doch schon mal da waren. Aber du hast weiter genickt, immer alles abgenickt. Hilfe, hast du gedacht, kriegt man ja überall. Wieso nicht einfach alles nehmen, was man kriegen kann? Wieso nicht alles kriegen, was man nehmen kann? Und du weißt ja, dass du deine Mitte nicht findest. Du weißt ja, dass, wenn du sie suchst, dir die Dinge entgleiten, die Versuche einer klaren Struktur, eines geregelten Tagesablaufs, dass sie jedes Mal einfach so davonfliegen, als würde dieser Vorgang einem Naturgesetz folgen, dem du dich verzweifelt entgegenstemmst, das du aber einfach nicht zu bezwingen vermagst. Eine Sisyphos-Tortur, die schon beinahe lächerlich wirkt, die du aber immer und immer und immer wiederholst und die im Grunde nichts anderes bedeutet als jeder Versuch, einen Tag so zu verbringen, dass er mit dem eines Menschen vergleichbar wäre, dem die anderen nicht raten würden, psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen, scheitert schon bei dem kläglichen Unterfangen, vor 13 Uhr das Bett zu verlassen. Ja, das ist Ida und Idas Welt. Ida begibt sich kurz nach diesem Punkt in die Klinik, also sie weist sich selber ein, in eine normale Psychiatrie und bleibt dort 10 Wochen und lebt sich dort ein. Und in der Psychiatrie gibt es etwas, was viele Leute kennen, die schon mal da waren, was eigentlich überall gemacht wird, und zwar macht man Ausflüge. Und
Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie lustig so ein Ausflug mit 20 Depressiven ist. Und das soll man halt machen, damit man wieder sozialisiert wird. Weil viele Leute, die dorthin kommen, die haben einfach, also so ging es mir auch, einfach ewig lange Zeit nur zu Hause verbracht und wissen gar nicht mehr, wie das ist, einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen oder so. Und wir werden Ida jetzt bei einem Gruppenausflug mit ihrer kompletten Station begleiten. Es ist Mittwoch und Mittwoch bedeutet, dass heute mal wieder eine Gruppenaktivität stattfinden soll. Dass sich heute alle an den Händen nehmen, sich in Zweierreihen aufstellen und zu einer Sehenswürdigkeit, zu einem Schwimmbad oder etwas ähnlich ausflugskompatiblem Wandern oder Fahren oder Kriechen. Wir treffen uns im Gruppenraum der Station 1. Nachdem sich alle gesetzt haben, erhebt Weimers die Stimme und bittet die Herrschaften um Ruhe, bittet ganz dringend darum, jetzt endlich einmal aufmerksam zu sein. Es ging ja schließlich um unser Vergnügen, nicht wahr? Und jetzt alle mal Aufmerksamkeit, Achtung, fertig, los. Die Gruppe verstummt nur langsam und schlussendlich ist es die Gräfin, die mit ihrer donnernden Stimme vollends für Ruhe sorgt. Liebe Patienten, beginnt sie, Sie wissen ja, dass es heute wieder Zeit für eine Aktivität ist. Daher sammeln wir wie immer Vorschläge, wohin es heute gehen könnte und wer wozu Lust hat und bitte. Zaghaft hebt schließlich Tanja den Arm und sagt, ich würde es schön finden, wenn wir in das neue Museum gehen würden, da läuft auch gerade diese Ausstellung. Sie wird von genervtem Stöhnen unterbrochen und jemand zischt langweilig aus einer Ecke. Frau Gräfling wirft ein paar mahnende Blicke in den Raum und notiert dann wie zum Trotz am Flipchart Museumsbesuch. Jetzt meldet sich Richard. Ja, also ich will nicht ins Museum, also es ist gar nicht, weil ich das nicht mag. Ich finde das sogar total toll. Ja, ich finde das toll, das habe ich schon als Kind gemocht, da kann man jeden fragen. Also ich finde das toll, wirklich, aber ich kann da nicht hin, weil ich, naja, also ich werde da immer rausgeworfen, werde ich da, weil ich meine, ich werde freundlich hinausgebeten, weil ich doch dauernd zu viel rede und das stört die Menschen da wohl. Also ich weiß auch nicht, warum die da immer gleich so aggressiv reagieren, wenn man die mal anspricht und ein bisschen über Kunst reden will. Also versteht ihr das? Ich nicht, ich verstehe das nicht. Ist doch schließlich ein Museum voller Kunst, da kann man doch wohl mal über Kunst sprechen, aber ich darf das wohl nicht, darf ich wohl nicht. Also ich wollte bloß mal sagen, dass ich da immer rausgeworfen werde und dass das deshalb eine ganz schlechte Idee ist, also für mich. Ein paar Patienten lachen leise, während Frau Gräfling verständnisvoll nickt und Tanja leise neben mir, dann halt doch mal die Fresse sagt. Als nächstes schlägt Isabel vor, einen Ausflug an den Fluss zu machen. Man könne sich dort hinsetzen und ein paar Getränke zu sich nehmen, das wäre doch eine schöne Sache, drinnen säßen wir doch alle schon genug. Der Vorschlag wird dankbar angenommen, nur Hermann und Thorsten schütteln vehement die Köpfe und legen lautstark Widerspruch ein. Nee, 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 also ich laufe nicht diesen elendig langen Feldweg bis zu diesen Sitzbänken da, schnaubt Thorsten. Und Hermann ergänzt, ganz ehrlich, schon mal nach draußen geguckt, das ist Alaska, es ist Winter. Er hustet und Unmut macht sich breit. Herr Weimers hat jetzt genug und ergreift das Wort. So, Freunde, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann müssen wir uns ernsthaft überlegen, welchen Sinn diese Aktivität noch haben. Bestimmt soll hier keiner zu etwas gezwungen werden, das über seine oder ihre Belastungsgrenze hinausgeht, aber es kann nicht angehen, dass ihr euch wie die Wilden benehmen, sag ich mal, und Radau bei jedem Vorschlag macht. Entschuldigung, ich muss immer so lachen, weil ich das wirklich genau so erlebt habe. Am Ende läuft das dann wie letztes Mal und die Praktikantin aus der Ergotherapie muss wieder mit euch Spiele spielen. Wollt ihr das? Ist es das, was ihr wollt? Und das ist genau so passiert. Und wir haben am Ende Spiele gespielt. Kleinlautes Murmeln und ein paar sich schüttelnde Köpfe. Es werden weitere Vorschläge gemacht, die nicht viel Anklang finden, bis schließlich Frau Gräfling die Abstimmung beendet und ein Machtwort spricht. Wir werden in das Café gehen, in dem wir schon einige Male waren. Das wird ja hoffentlich niemandem zu viel sein. Wir treffen uns heute Nachmittag um 15 Uhr hier und ab. Um 14:45 treffen die letzten Patienten im Gruppenraum ein. Alle haben sich verändert, haben ihre Trainingshosen gegen Jeans, ihre Sweatshirts gegen Hemden oder Kleider getauscht. Die Frauen sind plötzlich geschminkt und der ganze Raum ist in billiges Parfum, noch billigeres Aftershave und ein wenig Angstschweiß getränkt. Ich atme durch den Mund und zupfe verlegen an den Ärmel meiner ausgewaschenen Trainingsjacke, in der ein Körper steckt, der kein Parfum und keine Schminke trägt und sich außerordentlich underdressed fühlt. Wir gehen gemeinsam über das Gelände der Klinik bis zur U-Bahn-Station. Auf dem Weg haben sich erste Grüppchen gebildet, Gruppen, die auch im Klinikalltag immer zusammen sind. Thorsten und Hermann bilden das Schlusslicht. Vor ihnen läuft Simon, die Hände in den Taschen, den Blick zum Boden, schlurfend und missmutig einem bockigen Kind gleich. Vor ihm laufen Andrea und Marie, die sich angeregt unterhalten und immer wieder so laut auflachen, dass ich jedes Mal zusammenzucke. Hermann und Thorsten lachen wie der begleitende Chor, während sie sich gegenseitig Dinge auf ihren Mobiltelefon zeigen. Der Rest der Gruppe läuft schweigend. Gräfling und Weimers kaufen die Fahrkarten, während die Gruppe gelangweilt auf dem Bahnsteig wartet und eine U-Bahn nach der anderen verpasst, weil die Automaten immer wieder das Geld ausspucken.
Schließlich können wir endlich in die Bahn einsteigen und drängeln uns zwischen schwitzende Männer und parfümierte Frauen, zwischen kleine Kinder und betrunkene Teenager, zwischen Anzüge und Turnschuhe. 5 Stationen bis zur Zielhaltestelle, 18 Minuten Fahrzeit. Ich stehe dicht gedrängt zwischen Isabelle und Marie, die schnell atmet und auf deren Stirn sich große Schweißperlen gebildet haben. Es ist warm in der U-Bahn, aber noch aufheizender können Gedanken über Panik und Aushalten, über Flucht und Angst sein. Marie wird immer blasser im Gesicht und murmelt unablässig, oh Mann, oh Mann, oh Gott. Auch Isabelle ist darauf aufmerksam geworden und spricht sie an. Marie stöhnt und ihre Hände greifen nach Isabelles Arm. Ich habe Panik, sagt sie und presst ihren Kiefer zusammen. Isabelle redet beruhigend auf sie ein, während ich den Blick abwende und die Werbeanzeigen in den Fenstern der U-Bahn studiere. Bewerben Sie sich jetzt, steht da, und jetzt Umschulung und ein neues Leben durch Meditation und Klangschalen. Ein neues Leben. Eines, in dem ich nicht mit 20 Menschen, die zurzeit hauptberuflich Patient sind, in einer U-Bahn stehe, um mit ihnen als Therapiemaßnahme einen Kaffee trinken zu gehen. Ein neues Leben, in dem das jetzt Vergangenheit, in dem Maries schwerer Atem und das Brüllen der Gräfin nur ferne Erinnerungen sind, die manchmal aufpoppen, wie Pop-ups, die man sofort wieder wegklicken kann. Ein Leben ohne Medikamente, ohne quietschende Latexmatratzen und Basteln für Erwachsene, das hier Ergotherapie heißt. Eines, in dem Ida Schaumann morgens aufsteht und zu einer Arbeit, einer Beschäftigung, einem Studium fährt. Eines, das nicht auffällt in der U-Bahn, das sich nicht hierher begeben hat an diesem Punkt, der inmitten all dieser Menschen liegt und sie doch nicht berührt. Eine Umschulung will ich machen, eine zur gesunden Ida, eine mit der Weiterqualifizierung Wohnung in Ordnung halten und Rechnungen bezahlen und Freunde und Beziehung haben. Eine Weiterbildung des Geistes, des Kopfes, des Ichs im Zentrum des Chaos. Bitte geben Sie mir noch die Telefonnummer für diese Art von Weiterbildung. Nach der 3. Station steigen einige der anderen Fahrgäste aus und wir können uns endlich setzen. Isabelle lässt sich neben mir auf den freien Platz am Gang fallen und Marie nimmt uns gegenüber Platz. Hinter mir lacht jemand laut auf und ruft, ja, verticken sollten wir das Zeug. Es ist Florian, der sich scheinbar in einem Gespräch mit Walter darüber befindet, wie viel Geld man aus unseren Medikamenten herausholen könnte, würde man sie einfach an Süchtige verkaufen. Einige Fahrgäste starren die beiden neugierig und mit einem Erstaunen im Gesicht an, das verrät, dass sie gerade beginnen zu begreifen, woher diese beiden Männer kommen und worüber sie da eigentlich gerade sprechen. Einen Sitz weiter, mit dem Rücken zu mir, flüstert eine ältere Frau mit einem Nicken auf Walter, ihre Begleiterin, zu. Den kenne ich doch aus der Zeitung, der war doch im Knast. Die beiden tuscheln mit vorgehaltenen Händen, während Walter und Florian unbeirrt weiter ihre Späße machen. Nina, die ein paar Plätze weiter sitzt, kaut unablässig an ihren Fingernägeln und bemerkt nicht, wie 2 Jugendliche sie anstarren. Einer der beiden jungen Männer beugt sich schließlich zu ihr rüber und ich kann sehen, wie sich ihr Gesicht verfinstert und sie mit einem Mal laut sagt, »Du Arschloch, verpiss dich!« Alle Köpfe im Abteil drehen sich zu den beiden um und während der Junge sich beschämt abwendet, erhebt sich Nina und baut sich vor ihm auf. »Weißt du, was ich nicht leiden kann?«, fragt sie. »So Typen wie dich, die denken, sie könnten einfach jede Frau anbaggern mit den immer gleichen Sprüchen und den immer gleichen Anmachen. Ich hasse das. Ich gebe dir jetzt mal einen guten Rat. Wenn du das nächste Mal eine Frau auf so eine obszöne und ekelhafte Art und Weise ansprichst, dann denk an mich. Denn wenn ich das mitkriegen sollte, dann reiß ich dir die Eier ab, du kleiner Wichser.« Entschuldigung. Es ist sehr still geworden im Abteil. Der Junge wendet sich ab und zeigt seinem Freund einen Vogel. Nina zittert am ganzen Körper und setzt sich mit rotem Gesicht wieder auf ihren Platz zurück. Frau Gräfling drängt sich an uns vorbei und die beiden beginnen flüsternd eine Auseinandersetzung, in der es den wenigen Worten nach, die zu verstehen sind, darum geht, dass ein solches Verhalten nicht duldbar ist und dass Nina für ihren Ausbruch verwarnt wird. Isabelle stößt mir den Ellbogen in die Seite und grinst. Ich zucke mit den Schultern und schaue weiter aus dem Fenster, dem Wunsch nachhängend, jetzt sofort unsichtbar zu sein. Ein Schmerz durchfährt meine Stirn und ich lehne meinen müden Kopf gegen die zerkratzte Fensterscheibe. Isabelle fragt mich, was denn los sei, aber ich schüttle nur den Kopf. Das Problem ist nicht, dass etwas los ist, sondern dass zu viele Dinge und die falschen Dinge los sind. Dinge, von denen ich nie eine Ahnung haben wollte. Szenen wie die vorangegangene, Szenen in U-Bahn mit Menschen wie mir, für die ich mich schäme. Menschen, die das Verhältnis verloren haben, dieses sensible Gleichgewicht zwischen noch angebracht und schon ziemlich übertrieben. Szenen, in denen ich einen Ausflug machen muss, dessen Inhalt einzig darin begründet liegt, eine Art Beschäftigungstherapie für Depressive zu sein. Die anderen helfen soll, sich wieder zu sozialisieren, wieder Anschluss zu finden. Wir alle teilen uns eine Etage, teilen uns Zimmer und teilen uns Worte, benutzen die gleichen Codes, aber deren Dechiffrierung hat ein völlig anderes Ergebnis. Wir glauben, dass wir uns ein Zuhause zwischen den Felsen
unserer inneren Landschaften teilen. Aber am Ende stehen all diese Häuser auf unterschiedlichem Boden, ja sogar auf unterschiedlichen Planeten. Wir sind keine Gruppe, wir sind nur Zufall. Ja, das war Idas Ausflug. Und ich beende das hier mit einem Fragenkatalog, den Ida eigentlich an alle Menschen stellt, aber besonders an, an diejenigen, die vielleicht manchmal nicht so ganz nachvollziehen können, was in Menschen vorgeht, die sind wie Ida. Können wir uns in Acht nehmen, uns zusammennehmen, uns ducken, unsere Taschen und Rucksäcke packen, so schnell verschwinden, wie es uns nur eben möglich ist und uns in den Höhlen unserer Vorstellung verstecken? Können wir es wagen zu sagen, du, ich bin verrückt, bin daneben getreten, habe mich verlaufen in den Wänden meiner Maximen zwischen den Häusern meiner Ideale? Können wir uns trauen zu sagen, du, ich kann nicht mehr weiterlaufen, kann nicht mehr mit dir weitergehen, ich lasse deine Hand jetzt los? Können wir das Essen wegschieben, das Besteck wegräumen und einfach aufgeben, einfach weggehen, bis wir die Wand erreichen, an der wir schon die ganze Zeit mit dem Rücken standen? Können wir es allen erzählen? Können wir zwischen den anderen bleiben, obwohl wir noch hinken, obwohl wir noch verwundet sind, obwohl wir noch bluten? Diese Art von Blut, das unsichtbar, geruchlos und nicht zu spüren ist? Können wir einfach mal nach Hause gehen und sagen, du, heute nicht und in den nächsten Monaten auch nicht? Können wir am Arsch sein und trotzdem tanzen? Können wir trinken, bis sich die Galle mit dem Gin vermischt, bis wir stolpern, bis wir fallen und trotzdem jeden Morgen unsere Medikamente nehmen? Können wir mit den anderen spielen und in die Disco gehen? Können wir unsere Hilflosigkeiten in unsere Kissen schreien und trotzdem ans Telefon gehen, wenn es klingelt? Können wir trotz allem schön sein? Können wir trotz allem Beziehungen haben? Können wir trotzdem ficken und lieben und stöhnen und küssen? Können wir in Ausstellungen gehen? Können wir uns Bilder ansehen, Filme und Momente? Können wir auf die Bühne gehen und Reden halten? Können wir uns einfach mal nicht unterscheiden? Können wir einfach mal genauso sein wie gestern? Können wir verzweifeln, bis wir nichts mehr finden, an dem sich zweifeln lässt und trotzdem nicht damit aufhören? Können wir beten und auf die Antwort warten, die nicht kommt und dass uns der Atemstock verseufzern? Können wir in den Bahnen neben den anderen sitzen, zu viel Geld ausgeben, Kleidung in Mengen kaufen, unseren Kaffee schwarz trinken und bitte ohne Zucker? Können wir Schreibarbeiten tätigen, Briefe verschicken, Kontoauszüge holen, geschäftlich verreisen, erster Klasse fliegen? Können wir uns an Spiegelbildern schneiden, an Scherben und an Messern und trotzdem in der Schule sitzen? Können wir schreien, bis es wehtut, lieben bis zum Verrecken? Können wir hassen? Können wir lächerlich sein? Können wir uns blamieren? Können wir uns eigentlich noch irgendwie weiter entblößen? Können wir eigentlich genauso sein wie all die anderen, nur anders? Ja. Dankeschön.